Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ihr seht, ich habe mal etwas Neues für euch. Und zwar habe ich mir gedacht, seitdem Festspiel-Scout das Magazin wieder führt, habe ich mir gedacht, ich bestelle doch einfach mal eine Ausgabe und schau mal, wie die mir so gefällt. Und als sie dann vor ein paar Tagen ankam, dann dachte ich mir so beim Durchblättern, ach, da könntest du ja eigentlich mal ein Video drüber machen und einmal deine Meinung zu diesem Magazin sagen. Und ja, das werde ich jetzt hier einfach mal machen. Und folgende Themen möchte ich in dieser ersten Review ansprechen. Einmal das Cover. Anschließend möchte ich was über die Artikel sagen, also über die Texte, die dort verfasst wurden. Als dritten Punkt möchte ich einmal was zu den Bildern sagen und als letztes einmal die Qualität des Heftes bewerten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Eine kleine Information noch vorweg. In diesem Video sage ich meine eigene Meinung. Ihr selbst könnt natürlich auch eine eigene Meinung haben und müsst meine nicht vertreten. Starten wir nun zunächst einmal mit dem Cover. Das Cover, was ihr hier auch gerade auf dem Bild sehen könnt, finde ich wirklich sehr gelungen. Es sieht sehr farbenfroh aus, beziehungsweise eher sehr hell, was einem direkt gute Laune bereitet. So geht es zumindest mir, wenn ich das Heft anschaue. Das Bild von Sebastian Kolb, was wirklich schön und irgendwie modern daherkommt, passt super zum Design des Heftes. Auch die kleinen Artikelteaser auf dem Cover des Magazins machen Lust auf mehr und ich finde, sie klingen wirklich sehr interessant. Die Artikel, die im Heft verfasst sind, finde ich wirklich ausgesprochen gut geschrieben und interessant gestaltet. Gerade auch die Berichte über Elspe mit dem Programm Wilder Westen jetzt erst recht und über die neuen Karl-May-Festspiele in der Pullman City Bayern sind sehr gut und lesenswert. Ein ganz großes Lob an dieser Stelle auch jetzt schon von mir an das gesamte Team, falls das von den Verantwortlichen gesehen werden sollte. Ein absolutes Highlight in diesem und sicherlich auch in den nächsten Magazinen sind die Interviews. Mir macht es unfassbar viel Freude zu erfahren, wie sich beispielsweise Sebastian Kolb auf seine Rollen vorbereitet oder ob er lieber die guten oder doch die bösen Rollen spielt. All das wird im neuen und aktuellsten Magazin nach ca. 6 Jahren Magazinpause unter anderem in dem Interview von Sebastian Kolb beantwortet. Aber was Kolb auf diese und weitere Fragen antwortet, werde ich euch nicht verraten. Da müsst ihr euch auf jeden Fall selbst ein Bild von machen. Allein schon das Stöbern in dem Magazin bereitet mir persönlich sehr viel Spaß und Freude. Kommen wir nun zu einem ebenso wichtigen Teil von so einem Magazin, nämlich den Bildern. Die Bilder schaffen meiner Meinung nach eine lockere und angenehme Atmosphäre, wenn man das so sagen kann. Auf den Bildern sind wirklich jede Menge spannende und wunderschöne Momente festgehalten worden, wo man anfängt ein bisschen an die alten Zeiten zurückzudenken. Einfach herrlich. Hier muss ich den Fotografen ein großes Lob aussprechen. Was mir auch sehr zusagt, sind diese einzelnen kleinen Rubriken, die in dem neuen Magazin ihren Platz gefunden haben. Nennen möchte ich hier nur eben ein paar Titel. Was die Rubriken dann zu bedeuten haben, müsst ihr selbst herausfinden. Titel der Rubriken, die als schöne Auflockerung mit eingebaut wurden, sind beispielsweise Dies und Das, Fakten zu ... Nachgefragt, Kurz notiert oder Das Theater-ABC, welches in den kommenden Ausgaben mit weiteren Kapiteln bestückt wird. Hier wurde sich auf jeden Fall viel Mühe gegeben, den Lesern einiges an Abwechslung zu bieten. Bevor wir zur letzten Rubrik kommen, möchte ich noch etwas erwähnen. Dieses Heft ist das erste, was ich von Festspiel Scout besitze. Was mich aber so begeistert hat, sind die vielen, genauer gesagt 14 Bühnen, die bei Festspiel Scout ihren Platz finden. Da war ich wirklich überrascht, denn so viele Bühnen habe ich noch nie in einem Fanmagazin gesehen. Karl-May-Spiele Bad Segeberg, Störtebeker Festspiele Rügen, Elspe Festival, Piraten Action Open R-Theater Grevesmühlen, Festspiele Burgrieden, Süddeutsche Karl-May-Festspiele Dasing, Karl-May-Freunde Pluwig, Karl-May-Festspiele Mörschied, Karl-May-Spiele Bischofswerder und so weiter und so weiter. Also das
hat mich wirklich begeistert und erstaunt, dass so viele Bühnen in diesem Magazin behandelt werden. Denn man muss bedenken, dass dieses Magazin von Fans für Fans produziert wird. So, nun aber zum letzten Punkt in dieser ersten Review. Kommen wir zur Qualität. Und auch die hat mich überzeugt. So eine Qualität hätte ich gar nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Der Umschlag des Heftes und auch die Seiten des Heftes bestehen schon aus relativ festem Papier. Das Design der Seiten und auch des Covers finde ich sehr gelungen. Und ganz ehrlich, es macht einfach nur Spaß, in diesem Heft zu stöbern. Jetzt kann ich nur noch sagen, macht weiter so, liebes Team von Festspiel Scout. Und ich freue mich schon sehr auf die 18. Ausgabe. Über die wird es selbstverständlich auch eine Review geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.